Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr in diesem ganz besonderen Video mit dabei seid. Ich bin total aufgeregt. Wie ihr seht, ich bin nicht im Reitstall, ich bin in Frankfurt, denn hier findet heute die Premiere von Ostwind statt. Und ich freue mich riesig, dass ich mit dabei sein darf. Ich bin eingeladen, ich darf über einen roten Teppich gehen. Aber es gibt eben noch eine ganz große Besonderheit. Ich darf nämlich auch Interviews führen. Und zwar mit Hannah, die Mika im Film spielt, und mit der Regisseurin, mit Katja von Garnier. Und ich habe jemanden ganz, ganz Tolles dabei, der mich unterstützt, nämlich die Else, komm her. Schaut mal, die Else habt ihr, glaube ich, auch noch nie nicht in Reithose gesehen. Ich glaube. Looking good. Und ich mache mich ein bisschen kleiner. Wir zwei machen uns jetzt auf den Weg ins Hotel. Da führen wir die Interviews und dann nehmen wir euch natürlich mit ins Kino auf den roten Teppich. Wir zeigen euch alles, was hier passiert. Freust du dich? Ja. Worauf freust du dich besonders? Film. Auf den Film. Auf den Film. Und die Darsteller mal so zu sehen und nicht im Film. Und ich freue mich auf eine riesengroße Tüte Popcorn und auf die Interviews und auf den Film. Und wir machen uns jetzt einen richtig schönen Nachmittag und Abend hier in Frankfurt. Und ihr seid mit dabei. So, ihr Lieben, ich habe jetzt das große Vergnügen, Hannah Binke neben mir sitzen zu haben. Hi. Was war dein schönster Moment bei den Ostwind-Drehs? Gab es irgendeinen Moment, wo du, auch wenn du nicht Pferdemädchen bist, du das schon hast? Also ich glaube, dass jetzt so beim dritten Teil die ganzen Pferdeherde, die Wildpferdeherde irgendwie so richtig, richtig besonders war. Also das alles zu machen war wirklich schön. Es war so eine schöne Landschaft und es war einfach so ein richtiger Traum. Also es ist zwar nicht mein Traum, der in Erfüllung gegangen ist, also da ist ein Traum in Erfüllung gegangen, den ich vorher gar nicht hatte sozusagen. Also das war schon echt besonders und ich finde, dass ich, also jetzt habe ich gestern den Film gesehen, dass ich, also ich sehe das auch, dass ich glücklich war in dem Moment. Also das ist echte Freude. Ja. Du bist natürlich für viele Mädels ein absolutes Vorbild. Ganz, ganz viele, die wollen halt mit ihrem Pferd frei arbeiten, mit Halsring reiten. Die möchten dieses Gefühl, was du im Film vermittelst, irgendwie selber haben. Ist das Aufgabe oder ist das, macht dir das manchmal Angst? Ist das, macht es Spaß? Wenn man jungen Kind, also jungen Mädchen und auch vielleicht auch Jungs irgendwie so was geben kann und zeigen kann, wenn die zum Beispiel Pferde begeistert sind, denen irgendwie zeigen kann, ey, frei mit denen zu arbeiten, ist viel schöner und damit irgendwie den Pferden auch was Gutes tut, dann bin ich glücklich, dass man das machen kann. Darüber freue ich mich. Wir sind total gespannt, gleich den Film mit anzuschauen. Ihr seid natürlich mit dabei. Ich werde euch ein paar Szenen wahrscheinlich filmen und einblenden. Ja. Hast du geht in den Film rein. Genau, ich wollte sagen, möchtest du noch was loswerden? Genau, also ich hoffe, ihr geht alle in den Film rein und ich wünsche euch viel Spaß. Super, Dankeschön. Ciao. Schaut mal, was da schon los ist. Ganz, ganz viele Leute. Guck mal, wer da ist. Chrissy! Hallo, alles gut? Ja. Dummy. Hallo. Guten Tag. Hallo. Na? Na? Hallo. Alle da? Hi. Hallo. Na? Where are you going? Going so fast tonight. Have you ever stopped beside the road? Autogramme sind geschrieben. Zugegebenermaßen ist es echt heiß in Frankfurt. Ich wusste, dass es warm ist, aber mir so warm, dass langsam meine Bluse anfängt zu tropfen. Aber ich hoffe, das sieht man nicht. Wir haben uns jetzt hier mit Popcorn versorgt und kaltes Getränk. Und jetzt gehen wir ins Kino. Und wisst ihr, wer hier ist? Ja. Ihr kennt doch den Tequila. Wölfchen und Tequila, wir reiten dann immer aus. Das ist die Steffi. Hallo. Und wir sind jetzt heute mal beide nicht total ungeschminkt im Reiterlook, sondern hier Kino, Ausgehlook. Schön, dass du da bist. Alles gerade weg. Total schön. Und ich habe gar nicht damit gerechnet, dass so viele von euch da sind. Ich habe jetzt ganz, ganz fleißig Autogramme geschrieben und es war total schön. Ich finde es immer total schön, wenn ich viele von euch irgendwie treffen kann. Und das ist natürlich eine tolle Gelegenheit dafür. Und ja, total schön. Ich freue mich jetzt aber auch total auf den Film. Ich habe Teil 1 und Teil 2 natürlich gesehen. Und ich muss sagen, natürlich reite ich meine Pferde nicht so total Ostwind-Style. Aber gerade mit Wölbchen mache ich ja inzwischen so viel Bodenarbeit. Und es ist natürlich schön, das einfach in so einem Film dann so perfekt inszeniert zu sehen. Und ach, ich mag einfach die Geschichte. Ich bin halt ein Pferdemädchen, ein Ponymädchen durch und durch und ich habe da natürlich Gänsehaut, wenn man irgendwie so rührende Szenen sieht und Pferde vertrauen, wir zusammen dem Sonnenuntergang entgegen. Und ich glaube, Teil 3 wird noch mal emotionaler. Girlie, Popcorn, Ostwind, Kinoreihe.
Alle, guck mal, alle winken. Ja, das sagst du doch immer. Ja, richtig. Guck mal, so konditioniere ich meine Zuschauer. Ja, Kamera drauf, dann so, hallo. Die Pferde müssen Hallo sagen und alle anderen müssen winken. Und noch jemand ist da. Hallo. Hallo. Das ist der Frank. Und Frank ist sozusagen mein Haus- und Hoffotograf beim CIO. Also natürlich ist er nicht mein Haus- und Hoffotograf, aber er macht immer total viele schöne Bilder von mir. Und die kann ich dann posten und das sind dann die Bilder, die ihr nachher auf Instagram seht. Und er kommt aus Frankfurt. Du wohnst in Frankfurt, ne? Selber? Ja. Und ist deshalb hier und hat mich direkt wieder geknipst. Ich hoffe, ich sehe gut aus. Wollen wir uns das mal angucken? Da ist auch Annika. Ja, Annika, deine Karten gewinnen. Hallo! Guck mal, das sind die Mädels, die Karten gewonnen haben. Einmal winken. Geht's euch gut? Ja, prima. Schön, dass ihr beim Gewinnspiel mitgemacht habt. Ja, auf jeden Fall. Hat sich ja gelohnt, ne? Also herzlich willkommen im Namen der Konstantin-Film und der Sam-Film zur Premiere hier heute in Frankfurt von Ostwind, Aufbruch nach Ora. Verteckt euch, empfehlt uns weiter. Super. Am 27. Juli kommt der Film ins Kino. Vielen Dank, dass ihr da wart. Einen wunderschönen Abend. Das war Ostwind. Vielen Dank. Das war so, 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 so schön. Ich habe ehrlich gesagt ein paar Tränchen vergossen. Man denkt dann ja immer, wie es einem selber gehen würde, wenn man an der Stelle von der Hauptdarstellerin wäre. Und dann waren so ein paar Szenen da, die fand ich echt sehr rührend. Und wäre das Wölbchen gewesen, ich hätte Rotz und Wasser geheult, aber so habe ich auch ein paar Tränchen vergossen. Ponymädchen lachen. Wie fandst du den Tag? Sehr schön. Es war ein total toller Tag. Ich bin total glücklich. Der Film war toll, der Nachmittag war toll, die Interviews waren toll. Und also an eurer Stelle, ich hoffe, dass es euch gefallen hat, dass ich euch mitgenommen habe. Und an eurer Stelle würde ich mich jetzt irre auf den Film freuen, der ja jetzt in wenigen Tagen in die Kinos kommt. Einziger Nachteil, ihr habt noch gar nichts davon gesehen. Aber wisst ihr was? Das ändern wir jetzt. Ich habe nämlich einige Bilder für euch. Ich sage jetzt schon mal Tschüss. Wir sehen uns im nächsten Video. Und für euch gibt es jetzt ein paar exklusive Bilder aus Ostwind. Viel Spaß.